Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Let's Rumble Time Again! Jo, Gilde Nummer 2 kämpft jetzt gegen Stoney's One-Eyed Snakes. Führen wir ziemlich deutlich. Das heißt, ich kann ganz entspannt meine Kämpfchen jetzt hier machen. Automatik raus. Gegen Denzel. Fangen wir mit dem Drunken Peter an. So, der wird auf jeden Fall den roten Rodriguez to Real fertig machen. Und dann kann ich hier noch mit dem Bürger kriegen, noch ein bisschen zur Seite mit punchen, hier die Skimaske noch mit hinzu. Und das Ding haben wir mit 93 Punkten gewonnen. So, nächstes Match. Terror X5. So, jetzt haben wir diverse Möglichkeiten. Wir könnten einmal mit Marmalade anfangen. Da hätten wir 38 Punch nach vorne. Wir könnten Katz oder Globarella machen. Hier hätten wir schon mal. Also wir fangen jetzt mal an mit, ich sag jetzt mal mit dem Roger. Ey. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte, weil wir haben jetzt hier Roger Sexy Shorts mit 47 Leben und einer 7er Mauer. Und ja, das ist nicht wirklich schön. Komm, ich schaue jetzt erstmal, was als nächstes kommt. Ich spiele jetzt mal hier nebendran die Lila. Spring Break Shots. Macht nicht viel Schaden, kribbelt ein bisschen. Ich könnte natürlich jetzt hier voll auf Angriff gehen, aber ich gehe jetzt noch einen weiter nach rechts und spiele jetzt als allererstes die Fart School Jimmy Jr. Die Lila wird jetzt auch im Spring Bridge Schüsse platt bekommen. Und ich gehe jetzt hier hinten mit der Ayamona direkt auf Angriff, weil der zweite Slot wird ja frei werden. Hier vorne heile ich mich jetzt wieder hoch. So, und jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen für die Lila. Und das ist die Katz. Das könnte unter Umständen reichen, um, jawohl, zu 98 Punkte geholt. So, 8 von 10. Ja. Dice, der Dice-Troyer. I'm fighting against the Dice-Troyer. Dice-Troyer. Ja, jetzt ist es natürlich nicht schwierig, ne? Ich meine, das erste, was spiele ich natürlich automatisch dem Professor Baxter. Den Beil-Boomhauer, da hatte man nur fünffach entführen und das wird ihm auf keinen Fall reichen. Außerdem ist es eine billige Pre-Combo, die sich ja nicht mehr verstärken kann. Und deswegen ist die jetzt auch relativ schnell weg. So, jetzt haben wir, was haben wir hier für Möglichkeiten? Ich könnte jetzt, komm, wir machen jetzt einfach mal das hier, da kripple ich noch ein bisschen runter und ja, die Skimaske da hinten hin. Und der Fry im Roboterkostüm. 94. I got no roots. I got no roots. I got no roots. So, dann haben wir den Peter. Aber der ist nicht die beste Wahl hier, sondern ich werde vermutlich den Two-Butt Goat spielen. Aber wir fangen jetzt erstmal damit an. Ja, halber Onjin, das ist alles nicht wirklich berauschend. Das ist alles nicht wirklich berauschend. Ich spiele jetzt erstmal den Peter nebendran. Da gucken wir erstmal, was passiert. So, jetzt hätte ich natürlich was anderes. Jetzt habe ich die Stuffington Academy. Aber
Der Mr. Business ist durchaus wir machen hier erstmal jetzt den Bob nebendran. Das war jetzt dann doch ein bisschen überrascht. Also ich bin nicht doch ein bisschen überrascht. Ja klar, weil Musik. Da hat er noch Schild mit hinzu. 10, 21. Ich komme gar nicht so wirklich durch bei ihm aktuell. Aber jetzt, wenn wir hier mal ein bisschen aufräumen. Eieiei. Ja, das ist nicht schön. Ich kann es ehrlich sagen, gefällt mir gerade überhaupt nicht, was hier passiert. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, den schnellen Schaden zu bekommen, aber holy shit, ich habe ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Und das Problem, 67, das Problem ist durchaus extrem. Das ist die Frage, was ist hier überhaupt noch rauszureißen? Kann ich hier überhaupt noch was rausreißen aus diesem Match? So wie es aussieht, habe ich keine Chance mehr. Ich müsste jetzt erstmal eine Karte spielen, dann wäre der Slot hier vorne, dann da hinten, um da überhaupt hinzukommen, um die da nochmal blocken zu können. Er spielt auch eine Karte. Es ist nahezu unmöglich für mich, jetzt hier noch was rauszuholen. Komm, wir probieren es jetzt erstmal. Ich spiele jetzt hier nochmal das Hasenkostüm. Dann kommt er da durch. Ja, und jetzt ist Feierabend. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Und das Ding ist halt für mich jetzt gelaufen. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann jetzt nochmal versuchen. Ich kann jetzt hier noch die 20 Schaden verursachen da hinten. Und das war's. Das war's gewesen. Hätte ich vielleicht doch vorher die Combo gespielt hinten, weiß ich nicht. Kann ich jetzt schlecht beurteilen, ob ich es dann nochmal hätte rumreißen können. Wahrscheinlich hätte ich es dann sogar gewonnen. Hätte ich doch besser die Combo hinten gespielt. Na gut, okay. Hier haben wir Genia Pick in Space. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit einer Furzschule für Hochbegabten. Und jetzt habe ich natürlich hier eine saugeile Combo zur Verfügung. Das ist Cigarette Addicts. Und Cigarette Addicts ist natürlich mega brachial. Und jetzt haben wir hier zwei, wobei Betrunkene Lila ist natürlich das Oberhammer-Monster. Ne? Mit einer 40er Mauer interessiert mich aber jetzt wenig. Ich habe 98 Punkte geholt. Scheißegal. 5 Kämpfe sind noch offen. Und dann haben wir auf jeden Fall dieses Match gewonnen. So, Aiden Rock Lee. Ja, wie sieht's hier aus bei Aiden Rock Lee? Was habe ich denn? Das wäre nur 31. Ja gut, er hat aber nur 55 Leben. Das bedeutet, der ist nicht stark. Aiden Rock Lee wird jetzt hier mit einem scheiß Furzkurs kommen. So, und dieser Furzkurs hat jetzt auch schon wieder ein 8er-Schild. Und das heißt, er hat schon mal 50 Leben. So. Bedeutet, ich gehe jetzt an den Furzkurs hier mit Gas ran. Okay. Als nächstes spielen wir den Hank Hill und dann werde ich hier hinten auch wieder mit Gas und mit dem Kettensägen Hank rangehen. An diese ganze Chose da. So, und jetzt habe ich den Bobby und jetzt bin ich durch. Also, damit habe ich jetzt am allerwenigsten gerechnet, dass hier Aiden Rock Lee mit seinen 55 Leben mir wirklich noch ein bisschen Gedanken, Kopfzerbrechen bereitet, wie ich hier die besten Punkte raushole. Also da bin ich jetzt echt ein klein wenig überrascht. Aber na gut. Das gibt es eben auch. Naja. Also, jetzt haben wir hier gegen Bruce Rosa. Da sieht man aber wieder, das war eine Pre-Combo gewesen, eine Epic Pre-Combo. Ja, wo du normalerweise denkst, what the fuck, ist doch scheißegal. Ja, hier komme ich jetzt mit 40. Ich fange jetzt an hier mit der Fugenpistole mit dem Balloon Fight. Aber wir gucken jetzt erstmal, was kommt, ja. Jetzt haben wir genau das, was ich eigentlich erwartet habe. Ja, jetzt haben wir hier so eine 22er Karte. Da kommt jetzt 29.
Das hätte ich eben gerade auch bei dem Aiden Rock Lee erwartet, aber wie man sieht, eine gemaxte super epic in Musical mit über 40 Leben und dann hast du schon Probleme. Hier kriegst du nämlich nicht gleich down und der Gegner kann, also das Defense Deck kann überhaupt erstmal in Fahrt kommen und dann musst du dir selbst bei so einem nicht so wirklich starken Account musst du dann plötzlich Gedanken machen, wie kriege ich meine Punkte zusammen, ja. Immer schön gucken. So, was haben wir hier? Defense Decks mit vielen Leben. Präsentation. 20, 20, 12. Ja. Komm, ist jetzt scheißegal. Wir fangen jetzt erstmal mit der Luis an. Wir wissen ja, dass wir die spielen wollen. Und ich will eigentlich nicht, dass er so eine Gasattacke ansetzen kann. Und dadurch habe ich ja, ich habe Cripple von mir und Cripple von der Tina. Das heißt, er kommt mit seiner Gasattacke nicht durch, aber ich habe meine Gasattacke gepackt. So, jetzt kommen wir hier noch mit dem da. Der hat jetzt auch wieder sein Schild. Wir haben hier 8-fach Schild. Wir haben noch eine 6er Mauer, deswegen 14. Plus noch das Ganze runtergekrippelt. Philip J. Fry kommt jetzt auch nicht mehr dazu, tatsächlich noch irgendwas zu reißen. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte ich jetzt hier tatsächlich, das mache ich aber nicht, ich gehe jetzt mit dem hier hin. Nein, mache ich nicht. Komm, scheiß drauf. One-Man Musical ziehen wir jetzt durch hier. Und dann haben wir hier die Skimaske. Und dann gehen wir hier hinten noch rüber. Und ja, jetzt ist eigentlich ziemlich klar, das Ding ist gewonnen gegen Joschka mit einer 100. Es ist sogar eine 100 geworden. Jetzt haben wir noch zwei Matches und dann sind wir jetzt auch schon hier durch mit dem zweiten Account Beastrand, Stony's One Eyes Nix. So, hier habe ich jetzt natürlich 44, auch hier 42. Ich habe hier, das sind jetzt mega geile. Mr. Deliver wäre perfekt für einen zweiten Platz. Hier. Je nachdem, was da kommt, eventuell der Bender mit kombiniert. Und jetzt habe ich hier tatsächlich die Möglichkeit, ich kann jetzt hier direkt auf Angriff gehen, habe den sofort down. Und ja, und jetzt kommt er natürlich mit einem Backstab mit 46 Leben. Ich habe ja zum Glück kein Berauscht hier drauf, dass dem sein Hijack in irgendeiner Form jetzt für mich hier gefährlich werden könnte. Ich spiele jetzt als nächstes die Biegeschule, weil ich dann nämlich erstmal überlege, ob ich hier den Roger zum oder den hier nehme. Komm, wir nehmen jetzt hier mal den Biegeschulabschluss, weil da oben ist ein Bender. So, und jetzt geht's ans Heilen ran. Und dann sollte das ganze Ding hoffentlich auch noch mit einer relativ guten Wertung, eine glatte 100 noch ausgehen. Ja. Jetzt haben wir noch ein Match. Schauen wir uns das mal an. Das kommt hier. Sharkbait. Berauschte Leckmann hätte Edge 41. Hier mit dem Buro-Buro-Dikt hätte ich 40 Schaden nach vorne. Hier hätte ich 41 Schaden nach vorne. Wir fangen an mit dem Leon Pettert. Welch Wunder. Wisst ihr, was schlimm ist? Manchmal kann ein einziger Punkt tatsächlich entscheidend sein. Ich kriege ja dann noch mehr Angriffspunkte mit hinzu, wenn ich hier tatsächlich noch in irgendeiner Form noch eine Combo spiele, die ich auch gleich spielen werde. So, und jetzt habe ich noch mehr mit hinzu. Jetzt macht er nämlich schon viel mehr. Und dann haben wir das Ding auch mit der glatten 100 gewonnen. Es ist jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde zu spielen. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie viele Leute wir aktuell hatten. Wir haben jetzt hier gegen die One-Eyed Snakes 26 aktive. Bei denen hatten, die hatten nur 26 aktive, okay. Der Stärkste, was hat der Stärkste erreicht? 982 Punkte, Bronish. So.
Wir haben, Wahnsinn, Sweezy 986, Andrelo 986, Georgios 981, Benitha 977, Tim May 977, Zardos 973, Lord Universe 964, Tristan 957, Knuckster 975, James 975, Mark V 939, Fensinio 937, Simal 931, Joseph 881, Moby 877, Gabriel 874, Badass Charlene 842, Ruffy Traffy 838, Wo waren 813? Mark Oliver 500, Outlaw Dig Marunga, Albertus, Tim Friedi, Oli Z, Bobob, Stewie, Strawberry, X-Strike. Dann komme ich. Ein Match habe ich verloren, aber da kommen noch Punkte drauf. Dale, Quarkmüller, Max Max. Was ist das? Kann ich so schlecht aussprechen. Pischloss. Pischloss, glaube ich, heißt das. BBBBB, Smuckin' Fresh. Fred der P, 808i35, Rock Lee, und da kommen, glaube ich, noch ein paar in den letzten 40, 45 Minuten. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es jetzt mal ein, wenn es wieder heißt, Animation Throwdown, mit mir dann gleich, hau rein, macht's gut, bis dann und tschüss.